Ja, nein, liebe Leute. Bitte, ich muss mit dir reden. Was willst du denn von mir jetzt schon wieder? Ich sah dich beim Philaki-Teil von Karanis. Bist du ein Beschützer? Das bin ich. Stimmt irgendwas nicht. Bitte, wir brauchen Hilfe. Gestern wurde mein Gatte Zeuge von etwas Beängstigendem. Soldaten zerrten einen Mann unter den Tempel. Dann hörte er Schreie. Wir leiden schon Hunger, weil es kein Korn gibt. Jetzt habe ich auch noch Angst, dass sie meinen Mann mitnehmen. Wir können keinen mehr trauen. Nicht mal den Philaki-Teil. Ich rede mit deinem Mann. Wo kann ich ihn finden? Er ist Steinmetz in der Nähe des Tempels. Bitte sei vorsichtig. Die Soldaten dürfen euch nicht sehen. Ich habe eigentlich jetzt gerade was anderes vor, liebe Leute. Jetzt muss ich das noch machen, oder was? Eigentlich wollte ich heute die Maske der Echse machen. Dann machen wir das als erstes. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, die Maske der Echse machen. Na gut, schön. Dann erstmal auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Hallo. Da oben muss ich hin. Moin. Steinmetz, deine Frau hat mich aufgesucht. Shh. Wie bist du hier hochgekommen? Geklettert? Nun, diese Frau gibt keine Ruhe. Ich sagte ihr, was können wir tun? Uns normal verhalten. Ja, genau, ganz normal. Beruhige dich. Du hast gesehen, wie Soldaten jemanden unter den Tempel gezerrt haben? Ja, nein. Doch. Was denn nun? So gut, es stimmt. Es war nicht das erste Mal, aber gestern war es anders. Es gab Schreie, die die Götter geweckt hätten. So viele Schreie. Nun bitte, lass mich allein, bevor uns jemand sieht. Verhalte dich ganz normal. So, was geht unter diesen Tempelruinen vor sich? Fortschritt bei der Untersuchung. Einige Menschen können nicht pfeifen. So. Dann gehen wir mal gucken, was da so vor sich geht. Moinsen! Das muss der Ort sein, den der Steinmetz meinte. Das war's. Stirb! Hilfe! So. Du bist wie ein Hello. Sag mal! Ist gut jetzt. So, können wir jetzt untersuchen, oder? Was ist hier geschehen? Eine Nachricht vom Metzger. Deine Bezahlung befindet sich am üblichen Ort unter dem Badenden. So weg. Das Krokodil darf nicht enttäuscht werden. Nimm den Bauer seinen Arm ab und sag ihm, der Nächste, der sich weigert, verliert seinen Kopf. Der Metzger. Jemand, der sich Metzger nennt, erpresst die Bauern. Ich muss ihn finden. Und im Idealfall. Spur seiner Beute. Warte mal, ich kurz. Das Sobek. Ein Bad? Geht nicht ohne Wasser. Also ein Sobek im Wasser. Ich bin mal so frei. Ich vermute, dass das hier der zweite Schatz ist. Ja, genau so ist es. Ort beendet, unterirdisches Vorratslager, rein oder IP. Und wenn wir Glück haben, steigen wir damit auf Level 27 auf. Wir wollen ja irgendwann die Echse machen. Das war eigentlich der Plan für heute. Was denkst du dir dabei? High Precision Gerät. Halb griechisch, halb Ägypten. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo wir hin müssen. Ach, da unten. Okay, dann müssen wir doch da mehr oder weniger mal
hinreisen. Dann müssen wir das doch zu Fuß erledigen. In Ägypten errichten? Die Ägypter natürlich. Letzte Woche starb unser Bruder Mädchen bei der Arbeit am Tempel. Und er war gerade erst Vater geworden. Die Griechen lassen uns bis zum Umfallen schuften und unsere eigenen Tempel abreißen. Wo wir zum Thema mit dem Licht? Moin, wo bist du? Da bist du. Und ups, und auf. Wo ist eigentlich der... Wir sind jetzt im 26, bald 27. Wie weit ist der nächste... Philakitai 28, der Fremde? Kann das sein? Ist das der? Nee, der Eiserne Widder. Oh, rein theoretisch könnten wir den Eisernen Widder töten. Rein theoretisch könnten wir den Eisernen Widder töten. Das habe ich für Gerücht. In der Nähe gibt es eine Sobek-Ruine. Da könnte die Beute des Metzgers sein. Es sind ein paar, ja. Getroffen. Sind das nur die paar, die drei? So scheint es zu sein. Wenn du weniger, können wir die ja ein bisschen außer Acht lassen gerade. Dann bin ich richtig. Der badende Sobek muss in der Nähe sein. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Sie hat eine Gravur von Zognopayu auf der Brust. Das liegt sollte mal. Die Münzen sind in Säcken, in denen sonst Korn gelagert wird. Obwohl, ich höre mal, ich fahr trotzdem kurz hoch. Oh, jo. Na, tschüss. Findet. Warte mal. Das Lager ist ja hier, angeblich. Ja, super. Ich kann jetzt gerade nicht. Dann machen wir es mal hoch. Aua! Was machen wir jetzt hin? Oh! Ja, ich sollte mal. Oh, da, das sind nämlich Wachen, die. Warte mal kurz. Sind jetzt gerade mehr oder weniger mal wieder auf dem. Gut, das sah jetzt so aus, als wären wir raus aus der Nummer. Sag mal. Ah, kannst du mal aufhören, mir die Dings abzuschneiden, den Weg abzuschneiden, Kollege? Ja, ich weiß, du willst wahrscheinlich. Also wenn wir Level 28, 29 sind, also wie gesagt, da können wir jetzt bald den Widder töten.
Das machen wir auch noch irgendwann in den nächsten Episoden. Dann haben wir nämlich 3 von 10 weg insgesamt. 10 gibt es. Und hier bin ich. Endlich. Im Fayum. Ich werde die Agenten des Krokodils aufspüren. So, das ist aber jetzt gerade für uns erstmal noch uninteressant. Ist das richtig schon? Ja. Bin das Lagerhaus in Zognopayo. Lass mich raten, da sind noch mehr bestimmt noch an Feinden, ne? Ja, so 2, 25. Ja, guck mal, wo sind wir denn hier? Treffer versenkt, da unten. Sicherheit für alle. Die verstärkte Militärpräsenz. Ich sehe es bisher aber noch nicht, dass das so wirklich was. Ja, doch, ein paar. Aber auch nicht viele. Es sind bisher 2 Leute. Muss ich zugeben, das sind nur. Ich bin wohl nicht der erste Besucher heute. Sicherheit für alle! Die verstärkte Militärpräsenz im ganzen Fayum macht das Leben aller sicherer! Moin! Eine Menge Wachen für ein einfaches Lagerhaus. Das ist nicht wirklich wahr. Ich muss vorbei, wenn ich antworten will. Tschüss. Naja, das sind 3 Leute. Sag mal. Tot. Ach, da ist eine Katze. Ich sehe schon mal keinen. Wo kommt das Motzen her? Ich bin mal so freundlich und geh mal kurz rein hier. Der Metzger ist in der Nähe. Was verstecken diese Halunken? Das frage ich mich auch gerade, aber wir werden es gleich rausfinden. Wo ist der Metzger? Wir haben auf Befehl des Metzgers den Arm abgeschlagen. Dann sind wir wohl nur noch Verbrecher. Keine Soldaten. Sprich etwas leiser. Scheiße. Dafür bin ich wirklich nicht der Armee beigetreten. Es bringt dir aber dein Essen auf den Tisch. Hm. Komm, Mäusen! Hey, Freunde, wir sind da. Ich hab das Ziel im Ohr. Du Bastard! Alter, du hast. Den habe ich mal kurz im Vorbeigehen geholt, die Kollegen hier. Und eigentlich war es nur eine Nebenquest. Sie das ganze Korn. Dass sie direkt von den Tischen der Familien im Fayum stehlen. Diese gierigen Drecksäcke. Ah, das ist es. Der Metzger ist in einem Haus in der Nähe. Höchste Zeit, mich mit diesem Metzger zu unterhalten. Stelle den Metzger in seinem Arbeitszimmer zur Rede. Okay, das ist doch ein paar mehr. Das machen wir auch heute noch. Definitiv zu Ende die Folge. Alter. Oder. Eine prunkvolle Villa, errichtet auf den Rücken der armen Bauern des Fayum. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. So, der.
Bei Bennett Gruft der Pracht. Da sind wir. Ah, hier ist der Wlacker, der sich in meine Geschäfte einmischt. Wir haben gerade von dir gesprochen. Hm? Du stiehlst das Korn aus dem Fayum. Menschen hungern für den Profit. Du kommst nicht aus dem Fayum, oder? Dein Akzent stinkt nach Hinterwäldler. Dieses Korn gehört auf ägyptische Teller. Du armer, naiver Malakia. Meine Befehle kommen von ganz oben. Wenn nicht ich, dann tut es ein anderer. So ist das Geschäft. Man begleicht seine Schulden oder ich hol sie mir. Nichts Persönliches. Du hast die Wahl. Lass mich in Ruhe und lebe oder stirb. Andere dachten genau wie du. Dann ermordeten sie meinen Sohn. Alles ist persönlich, du dreckiger Naked Yadet. Boho. Ja, da kommt doch mal her, meine Freunde. Wachen, erledigt das. Ja, als ob da irgendwas jetzt passiert. Also ich hab jetzt irgendwie ein Problem mit dir. Alter. Alter. Der ist schon mal weg. Komm mal. Oh, den brauche ich gar nicht mal meine Fähigkeit einzusetzen. Den erledige ich so den Kollegen. Eliminiere den Metzger Samame zum... Dich grüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Quest abgeschlossen. Nahrung für das Fayum. Level 27 und ein weiterer Fähigkeitspunkt für uns. So schwer war es jetzt nicht, muss ich zugeben. Es war jetzt ein bisschen, ja, es war cool. Coole Mission auf jeden Fall. So, eigentlich machen wir, jetzt machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann geht's weiter mit der nächsten Quest. Nein, nicht der Fluch der Fadjet. Oh, da kommt einer auf uns zu. Wer ist denn das? Level 30. Oh, oh. Den will ich eigentlich mal weniger mal aus dem Weg gehen. Ich möchte eigentlich jetzt mit der nächsten Hauptquest fortführen. Und zwar... warte mal. Ich brauche eigentlich fast keine langen Mögen. Ja, ich kann nicht. Was haben wir denn hier eigentlich? Der Lubische Bogen, Jagdbogen... Zack. Nehmen wir den mit. Ja, aber ich brauche keine. So, die 10 noch da mitnehmen. Nee, eigentlich nicht. So, Fähigkeiten können wir weitermachen. Wir haben ja wieder einen weiteren Punkt. Aber, Frage. Romane, ja. Brauche ich jetzt aber nicht. Für 3 lernen. Für 2. Kann ich das echt mal das Ding einer Ding lernen? Gibt es da nicht so was Nützlicheres? Nützlicheres? Meister Krieger. Ach so, ich muss erst die bevor ich das kann. So selten mal, ich mache so selten noch was mit Feuer, das ist das Problem an der Sache. Ich will jetzt eigentlich nichts lernen, was jetzt für mich sinnvoll ich befürchte, wir müssen echt oder sparen. Das kann doch nicht auch sein. Wisst ihr was? Wir sparen. Ich sehe jetzt nichts, was ich unbedingt erlernen muss. Gut. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gehen wir mal Richtung Exe, wa? Bis dann. Tschüss.